Es war die härteste Schicht meines Lebens. Das Verbrechen schläft nicht, doch ich wurde degradiert. Weil ich einen Stöckelschuh mit einem Klappmesser verwechselte. Seither stehe ich hier und mache die Verkehrskontrolle an einem absolut toten Ort. An dem niemand vorbeikommt. Biegt jemand ab von denen? Jetzt läuft er wieder zurück. Was stimmt mit dir nicht? Stehen bleiben. Er hat sehr viel Verständnis dafür, wie man an seiner... Es tut mir so leid. ...an seinem Kopfnicken erkennt. Er meidet den Augenkontakt. Ja, ja. Ausweis, bitte. Abgelaufen. Mhm. Weil du den Augenkontakt so schön gemieden hast, durchsuchen wir dich auch noch. Warum habt ihr... Menschliche Zähne scheint es auch gerade gratis zu geben irgendwo. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja. Und weil ich bei der Verkehrskontrolle keine Strafzettel verteilen kann... Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ja, blöder Tag heute, ne? Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Das ist aber blöd gelaufen, du. Ach, weil ich ihn illegalerweise durchsucht habe. Ach, komm schon. Der hat den Augenkontakt gemieden. Das ist ein Indiz für Drogen. Ernsthaft, Abfall? Ach, kommt schon, Leute. Ich will Autos. Meine Schicht ist gleich vorbei. Ist der Nachbarstand von den feuchten Trauben, der die Zähne verteilt. Ach so. Nochmal Abfall. Ja, Mensch, hier ist Action, du. Ich hätte gerne Mordfälle. Oder zumindest ein Auto. Wer richtet auch hier eine fucking Straßenkontrolle ein? Hier fährt kein Auto vorbei. Niemand fährt hier vorbei. Ah, Abfall. Ach so. Hm. Kein Schwein fährt hier durch. Absolut niemand. Aber scheinbar ist das ein Hotspot für Umweltverschmutzer hier. Aber das war's dann auch schon. Aber hat der echt schon einen Strafzettel bekommen von mir? Oh ja, Tatsache. Hat er verdient. Kriegt er zweimal. Mist, sagt der. Kommt schon, einer bitte. Einer. Keiner. Verbrecher, kommt zu mir. Hallo, Verbrecher. Hallo. Versuch es mit dem Lockruf eines weiblichen Autos. Den habe ich noch nicht gelernt. In der Schule hatten wir nur die Lockrufe der männlichen. Wir haben uns allerdings die Fortpflanzungsorgane der weiblichen Autos angeschaut. Es war sehr spannend. Wusstet ihr, dass der Auspuff bei weiblichen Autos kürzer ist als bei männlichen? Ich auch nicht, aber es ist so. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, danke. Es war eine verdammt geile Schicht. Beste Schicht der Welt. Hey! Natalie! Sag mal, wer hat denn diese bescheuerte Verkehrskontrolle eingerichtet? Was hast du? Du mobbst mich, oder? Das ist Mobbing. Gib eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Außerdem blitze ich dich jetzt. Wie schnell fährst du? Zu langsam.
Was passiert eigentlich, wenn ich... Ah ne, ich traue mich jetzt nicht. Nicht, dass ich rausgeschmissen werde. Ich wollte einfach mal so einen kleinen Büroknaller machen. Aber zum Schluss werde ich noch selbst verhaftet oder so. Ja, das ist sehr schön. So. Ach Mann, ey. Yay, Level up. Hurra. Yo, neue Woche, neues Glück. Wollen wir mal den neuen, schauen wir uns doch mal den neuen, oder? Brixton, ich glaube, der ist neu dazugekommen. Wenn mich nicht alles, oder? Ich glaube, der ist neu dazugekommen. Den nehmen wir mal. Ich wähle Brixton. Ach, ich habe Brixton noch gar nicht freigeschaltet. Okay, gut. Dann gehe ich nicht nach Brixton. Nehmen wir den Melting Pot oder Downtown? Downtown waren wir gerade. Wir gehen in den Pott, alles klar. Ab in den Pott. Und dann machen wir doch hier gleich... Oh, Streife bei Nacht. Geil. Das wird romantisch. Finde Drogenhändler und nimm sie fest, das ist gut. Yo, hi. Hi, Carla. Wie geht's heute? Wer mobbt mich wieder? Drogendealer. Hallo, hast du Drogen? Ich würde gerne Drogen kaufen. Hi, hast du Drogen? Keine Drogen. Irgendjemand Drogen? Ich tue auch nichts, versprochen. Niemand wird festgenommen. Hoch und heilig verspreche ich euch das. Hallo, haben Sie Drogen? Er parkt zu weit auf der Fahrbahn. Aber nicht der Mama sagen, dass er Drogen hat. Oder was just me? Entschuldigung, Drogen? Jemand? Hallo, hier? Sie? Sie vielleicht? Drogen? Oh, warte mal, hier, das sieht sehr verdächtig aus. Die sucht doch eindeutig Drogen, die Frau. Ich sehe das doch. Ich glaube, hier könnte gedealt werden. Ich stelle mich mal hier so. Ich verstecke mich mal hinter dem Auto. Hier wird nicht gedealt, okay. Entschuldigung, Sie haben Sie Drogen für mich? Offensichtlich nicht. Keine Drogen. Nur Parksünder. Aber der ist ja, der, ich weiß gar nicht, wie der hier... Also vorwärts fährt der nimmer raus, du. Da wurde es plötzlich ganz schwarz um uns herum. Entschuldigung, Drogen?
Na gut, wir können auch einfach nur Strafzettel ausstellen. Das geht auch, da kommen wir auch auf einen guten Schnitt. Falschparker gibt's ja genügend hier. Man merkt, ich war lange nicht mehr da, ne? Die trauen sich jetzt wieder mehr. Wird Zeit, dass ich das Gesetz wieder in die Hand nehme. Der Boss ist zurück. Abfall kriegen wir hin. Kümmere ich mich gleich drum. Wenn ich sie finde, da hinten. Da hinten läuft sie. Hab sie. Hab sie. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Ja. Ihre Karte ist aktualisiert. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. Ich muss sie festhalten, weil sie Müll auf den Boden geworfen haben. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, was ich tue. Entschuldigung. Mhm. Parker Avery, ja. Gut, dann würde ich sagen, belasse ich es mal bei einer mündlichen Verwarnung. Weil sie es sind, weil sie freundlich waren. Sie dürfen gehen. Auf Wiedersehen. So, die Kelly Josephine müssen wir suchen. Die Josephine. Orangefarbenes Kleid. Da vorne geht einer mit orangefarbenem Kleid. Für die Aussage gehört die in den Knast ohne Bewährung. So, die könnte es sein, oder? Ja. Ah, das läuft ja super heute. Ah! Stehen bleiben, Polizei! Sie mieses Schwein! Sie sind verhaftet. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis, bevor ich Sie verhafte. Ja, natürlich, Officer. Gerne. Ist überhaupt kein Thema. Frau Kelly Josephine also. Mhm. Gut, ich muss Sie leider verhaften. Na, das suchen erstmal, ne? Schon wieder? Sag mal. Bleib stehen, du Lump. Uff, ja, Sie sind verhaftet. Klick, klack. Freiheit. Bitte, ab. Officer. Oh, bitte. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Quest gelöst. Huda. Ich habe in der Nähe geparkt und bin gleich bei Ihnen. Ja, sehr gut. Nimm die mit. Solch Abschaum. Darf sich nicht in unserer Stadt frei bewegen. Hallo, Entschuldigung, Drogen? Nein, schade. Den haben wir schon, ne? Den auch, jawohl. Dann schauen wir mal weiter. Den haben wir auch schon, oder? Yep. Der hat auch schon kassiert. Der hat auch schon kassiert. Drogen, Drogen, Drogen. Jemand Drogen für mich? Drogen, lecker Drogen. Hallo? Drogen gegen feuchte Trauben, tauschen. Da ist auch nicht so viel los gerade. Das kommt morgen in die Zeitung. Fahrrad umgefallen. Oh, oh, oh. Ah! Polizei! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet!
Wegen Graffiti-Vandalismus. Malerei ist kein Verbrechen. Am Arsch, Personalausweis her. Hör doch auf, die Leute nach Drogen anzuschnorren. Das ist eine anständige Stadt. Die Leute haben keine Drogen für dich. Mann, ich will aber Drogen. Frau Violet King. Darf ich die jetzt... Darf ich schon durchsuchen, oder? Aha, ein Stadtführer ist auch noch dabei. Strafzettel. Ich werde einen Strafzettel wegen Vandalismus ausstellen. Das wird teuer. Du Ungeheuer. Ach, habe ich jetzt echt einen Abzug bekommen? Das ist viel Geld. Ich muss doch Beweise sichern. Ich muss doch Beweise sichern. Warum darf ich die nicht durchsuchen? Vielleicht hätte sie hätte ja Drogen dabei haben können oder so. Malerei ist kein Verbrechen. Oh, dann, ich dachte, die würde jetzt auch. Aber die hat nochmal kehrt gemacht, die hat mich gesehen. Ich hab's genau mitbekommen, du wolltest auch sprayen. Nächstes Mal habe ich dich. Oh, hier vorne. Da sind einige Leute, aber erstmal hier noch. Malerei ist kein Verbrechen. als ob das Malerei wäre. Was? Unfallbericht? Wo ist ein Unfall? Ich sehe keinen Unfall. Das ist ein Unfall. Das ist jetzt ein Unfall. Das ist deiner Meinung nach ein Unfall jetzt. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, ich auch nicht, du. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was gerade passiert sein soll, ehrlich gesagt. Aber, ja, gut. Personalausweis ist halt abgelaufen, ne? Das ist ein bisschen doof jetzt. Dafür kriegst du halt einen Strafzettel. Warum ist das so teuer? Ja, ich weiß auch nicht. Machen wir einen Alkotest. Bericht ist ausführlich. Muss ich da überhaupt ein Foto machen oder so? Ich meine... Ist da überhaupt irgendwas passiert? Da ist halt nicht mal ein Schaden da. Ah doch, da. Wow. Alter Verwalter. Totalschaden fast schon. Hä, was? Hä? What? Lass uns mal einen Drogentest machen. Einfach aus Spaß. An der Freude. Gut. Alles prima. Bitteschön. Das war der erste Singleplayer-Unfall. Da ist ein Fußgänger gegen die Stoßstange gelaufen, wahrscheinlich. So, dann weiterfahren, ne? Officer für Verkehrskontrolle angefordert. Können Sie das übernehmen? Ja, die Tricks kenne ich schon mit der Verkehrskontrolle. Ich kümmere mich um eine andere Angelegenheit. Die Sache mit der Verkehrskontrolle, die Falle kenne ich. So, unerlaubt die Straße überquert, stehen bleiben. Ich habe Sie angehalten, weil Sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Ja, das stimmt. Und das ist durch nichts zu entschuldigen. Einmal den Ausweis, bitte. Hier, mein Ausweis. Dann wird sie ein bisschen nervös jetzt, ne? Die Chloe. Na, Chloe, da will ich nicht so sein. Ausnahmsweise. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Oh, danke. Bitte. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Das war echt ein harter Unfall gerade. Huh, da muss ich mich erstmal von erholen. Die schleimt zu sehr. Handschellen! Ja, ich war versucht. Aber ich habe keine Zeit jetzt. Wir müssen hier.
Ich meine, ihr seht ja so viele Verbrecher hier, so viele Falschparker. Die müssen wir erstmal alle dingfest machen. Und da habe ich jetzt noch gar nicht auf die Kennzeichen geschaut. Aber Drogendealer, heute nicht so wirklich, ne? Das Drogenbusiness boomt heute nicht so. Dafür gibt es umso mehr Falschparker. Davon gibt es ja heute wirklich genug, ne? Ich glaube, ich brauche einen neuen Block, wenn das so weitergeht. Finde gesuchte Person, jawohl. Der Christopher Thomas, den holen wir uns. Das miese Schwein. Weißes T-Shirt, blaue Jeans, 33 Jahre alt. Der wird geschnappt. Wenn ich schon keine Drogendealer festmachen kann, dann wenigstens gesuchte Personen. Harte Schicht heute. Mist, jetzt entfernen wir uns von ihm. Gibt's aber auch keinen Durchgang oder so. Oh, wirklich? Doch, komm hier durch. Sehr gut. Bis ich da mal hingejoggt bin, ist der über alle Berge. Befürchte ich. Außerdem haben wir hier einen Parksünder, das ist auch sehr wichtig. Aber das würde uns jetzt nochmal wichtige Punkte bringen, ne, wenn wir den erwischen. Okay, hier soll er sich irgendwo befinden. Wieso das gleich? Nee. Okay. Hatte dieselbe Frisur zumindest, aber das T-Shirt, glaube ich, war nicht weiß. Aber da hinten sehe ich jemanden. Blaue Jeans, weißes T-Shirt. Das ist er. Stehen bleiben, Polizei! Sie sind verhaftet! Sie mieses Schwein! Christopher Thomas! Sie werden gesucht! Gleich haut er wieder ab. Klassiker. Weil bestimmt hat er irgendwas Illegales dabei, oder? Ja, sag ich doch. So, lassen Sie mich gehen, Officer! Stehen bleiben, Polizei! Durchsuchen lassen! Springmesser, menschliche Zähne. Ha, endlich haben wir dich erwischt! Der Zahnarzt, auch genannt. Mit seinem Springmesser operierte er die Zähne seiner Opfer heraus. Aber damit ist jetzt Schluss. Nein, bitte nicht, Officer! Du bist am Arsch.
so sehr am Arsch. Am Arsch bist du, mein Freund. Du bist am Arsch. Schubidubappa, so sehr am Arsch. Das Gefängnis ist dein Zuhause. Oh, der ist durchs Auto gegangen. Oh, durch Sander auch noch. Begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen. Es muss sein. Hallo, Drogen. Hallo, jemand Drogen? Was ist denn hier los? Um 4 Uhr nachts steht er hier so komisch rum, so ganz verdächtig. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist ja jemand einsatzbereit? Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich gern drum. Weil Drogendealer gibt's heute irgendwie keine. Ist ja schrecklich heute. Hinz und Kunz parken auf dem Bürgersteig. Ist ja wirklich schlimm. Oder gegen die Fahrtrichtung. Was ist denn heute los mit den Leuten? Zu viel geraucht heute oder was? Wir müssen diese Drogendealer aufspüren. Das Zeug will ich auch. Ja, komm, die geht an der einen vorbei. Meine Güte. Spiel, hab dich doch nicht so. Da sind die Parksünder schlimmer. Das sind die richtig miesen Schweine. Die Leute, die wirklich illegal unterwegs sind. Ah ja, da haben wir's. Das sieht nicht gut aus, du. Meine Güte. Oi. Haufenweise Zeugen. Guten Tag. Diese Person war viel zu schnell. Ja, das glaube ich auch. Das kostet irgendwie den Rest der Schicht heute. Johnson Sebastian. Mhm. Gut. Dankeschön, dann dürfen Sie gehen. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Oder eine schöne Nacht. Hi! Diese Person war ganz sicher zu schnell. Ach, die andere auch. Alle zu schnell gewesen. Das ist ja interessant. Einmal den Ausweis bitte. Der klingt irgendwie besoffen. Ich glaube, die sind alle besoffen in diesem Spiel. Baker Daniel. Okay. Gut, dann dürfen Sie auch gehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, dann. Mir wurde gesagt, Sie sind zu schnell gefahren, junge Dame. Oh, ich fuhr unter der erlaubten Geschwindigkeit, Officer. Ja, das glaube ich nicht. Zeigen Sie mir doch mal Ihren Personalausweis. Robinson Elena. Mhm. Einmal bitte pusten. Das sieht gut aus. Machen wir doch mal einen Drogentest noch dazu. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Keine Drogen im Spiel, bei ihr zumindest. Oh, die ist besoffen. Die ist besoffen. Die ist sternhagelvoll. Schaut's euch an. Die ist sowas von sternhagelvoll. Oh, fast wäre sie umgefallen. Das ist ein Notfall. Deswegen bin ich so schnell gefallen. Es tut mir leid, Officer. Du bist sternhagelvoll. Natürlich, Officer.
Sag mal, ist sie das überhaupt? Die sieht ihr irgendwie nicht so ähnlich. Madeline Turner. Da muss ich mal schnell nachgucken. Okay. Das scheint sie zu sein. Geldwäsche und Bestechung. Die ist sowas von sternhagelvoll. Pass auf, jetzt kommt's gleich. Wie viele Promille hat sie? Zu viel. Eindeutig. 1,6 Promille, glaube ich, sind das, oder? Drogen auch noch im Spiel? Die kotzt gleich auf die Straße, ich glaube auch. Immerhin keine Drogen genommen. Aber, junge Dame, sie sind verhaftet. Ja, bitte, oh doch. Klar musst du die fahren, laufen geht nicht mehr. Verstanden, wir schicken ihnen sofort einen Wagen. Ja, richtig, Bichan, da hast du vollkommen recht. So, hi. Diese Person war zu schnell, ich bin mir sicher. Ja, besoffen war sie auch. Einmal den Perso, bitte. Die Hill-Charlotte. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, ja, jetzt gerade nicht. Hab noch zu tun. Gut, dann Alkotest natürlich. Aber da ist nichts mehr, glaube ich, bei der. Nee. Die ist in Ordnung. Die ist sauber. Wunderbar. Gut, dann mache ich noch Fotos. Oh, das war die Taschenlampe, aber das macht nichts. Ich glaube, das haben wir. Ich glaube, das Taxi hat es am härtesten erwischt, oder? So, vollständiger Bericht. Ah, da ist er noch was hier gewesen. Jetzt ist er super vollständig. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Bitte, Taxifahrerin. Sie können jetzt gehen. Du weißt schon, gehen. A, B, C, D, E, F, G. Du kannst gehen. Tschüss. Ja. Gehen. Ja, dann halt nicht. Komm. Du kannst auch gehen. Oh, da hängt sie drin. So, und den müssen wir auch noch abschleppen. Und ich glaube, dann haben wir alles. Gut. Alles erledigt. Drogendealer haben wir keine gefunden, aber genügend Leute in den Knast gebracht. Und das ist das, was zählt. Die Gefängnisquote ist 1A.
Und wir haben viele Knöllchen verteilt. Auch das ist was wert. Ich bin stolz, Brighton wieder zu einem sichereren Ort gemacht zu haben. Da ich selbst besoffen bin, muss ich jetzt zurücklaufen und darf nicht mit dem Auto fahren. Leider. Ich glaube, das Ding ist genau auf der anderen Straßenseite, oder? Hey Julia, war eine harte Nacht. Hier hat jemand Abfall geworfen, Julia. Nimm den fest. Ich muss Berichte schreiben. Was eine Schicht, du. Aber gut EP gesammelt. Einen kleinen Level abgemacht. Wunderbar. Lief doch gut. Wir brauchen jetzt, glaube ich, für den unteren Bezirk, glaube ich, brauchen wir noch 2 oder 3 Sterne. Also ein paar Level-Ups brauchen wir noch. Aber das machen wir dann in einem der nächsten Streams. Es wäre interessant, wenn einige Leute aus dem Prison Simulator aus Brighton kommen. Ja, tatsächlich, das wäre lustig. Ja, das sollte aber für heute wieder gewesen sein. Stadt ist sicherer, würde ich sagen. Hat doch alles gepasst. War doch wunderbar.